Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play, wie heißt das noch? Gestrandet Rewind. Zusammen mit Anonymous. Hallo. Und dem, Schneefihas. Da musste ich. Ah, Nefias. Lustige Geschichte. Meine Schwester heißt ja Eva, ne? Und die habe ich immer Schneefi genannt. Und da bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dich Schneefi zu nennen. Weil du ja Nefi genannt wurdest und so, ne? Jetzt hat sie letztens ernsthaft mein Trust and Betrayal Folgen angeguckt und hat sich beschwert, dass ich eine Spitznamen-Recyclerin wäre und dass ich sie nie wieder Schneefi nennen darf. Oh. Ja. Sie darfst du nie wieder Schneefi nennen? Ja. Das ist traurig. Von wegen diesen Namen guckt darf sie deine ich jetzt nicht verwenden. Eigentlich hat sie die nie angeguckt, aber sie hat jetzt Wism angeguckt letztens. Weiß nicht, Minecraft schaut sie mir an. Es tut mir leid, dass deine Schwester so doof ist und diesen Was? Namen hat. Ich habe keinen Anspruch auf diesen Namen erhoben. Nee, ich kann das nur unterstreichen. Also, ihn trifft da keine Schuld. Ich bin unschuldig. Es war alles Anne. Anne war's. Ich war's. Ich bin ein schlechter Mensch. Jetzt kommen sie alle. Nachts kommen Wer sie alle. Wer ist denn nochmal das? Achso, das Kunde dran, ne? Das ist der Fake. Das ja. Der Fake-Guru-Bei. Der Neo-Bei ist das. Der Neo-Bay. Ganz billiger Fake. Boah, gibt es hier viel Eisen, ey. Nein! Anne, was hast du denn schon so gebaut alles? So einiges. Willst du mal vorbeikommen? Nee. Okay. Wenigstens mal ehrlich. Ich komme jetzt, glaube ich, mal bei euch vorbei. Nein. Ich habe also, auch noch nichts gebaut. Ich habe nur ein Loch in der Wand und gehe da immer in die Höhle rein. Und ich habe ein Loch in der Erde und komme da immer in die Höhle rein. Ich stelle euch jetzt noch mal eine coole Frage. Weil ich brauch ganz Aber ich komme demnächst mal vorbei, Anne. Ich stelle euch jetzt eine coole Frage noch mal, ja, die mit dem Hashtag gepostet wurde. Und zwar, welche Spiele findet ihr schlecht oder fandet ihr schlecht, obwohl ihr euch eigentlich auf den Release des Spiels gefreut hattet? Oh, da fällt mir direkt eins ein. Ja, welches? Ja, dann sag. Empire Earth 3. Empire Earth 3, ja, war super angekündigt, weißt du, die Reihe ging weiter und dann war das echt absoluter Dreck, da habe ich echt 40 Euro in Satt gesetzt oder 50 oder was das gekostet hat. Fandst Damals du gar nicht mal noch in Laden, weißt du, es war noch ab 18 das Spiel, das musste ich mir noch kaufen lassen. Absolut enttäuschend, schlechtes Spiel. Mir fällt gerade nichts ein, aber ich habe bestimmt eins. Hier, fällt dir was ein, Anne? Mir fällt spontan die Erweiterung von Drakensang 2 am Fluss der Zeit. Die habe ich mir auch im Geschäft gekauft, bin ich hingegangen am Release-Tag und habe mir die geholt. Die hat damals auch für eine Erweiterung, war schon unglaublich teuer, glaube auch 30 Euro oder so gekostet. Und war unglaublich enttäuscht. Also die Story war gar nicht mal so schlecht, die war nur sehr kompliziert, sodass ich die teilweise nicht so ganz gerafft habe, aber am schlimmsten war eigentlich, dass einem neue Rüstungen, Waffen und so weiter versprochen wurden und im Endeffekt gab es eine neue Rüstung. Das war ganz schön, ganz schön traurig und die musste man finden, so in versteckten Räumen, so zusammensammeln sich über die. Mhm. Ja, war etwas enttäuschend. Das ist aber, wird man eigentlich oft von Spielen enttäuscht? Das Problem ist, wenn ich mir ein Spiel kaufe, weiß ich, dass es gut ist. Zu 95%. Ja, 95%, aber du weißt es nicht immer. Ja, man weiß es nicht das immer. Das war bei Lightning Returns, aber ich habe mir das Spiel nicht gekauft, das muss ich dazu sagen. Da war ich einfach nur von dem Spiel enttäuscht. Ich habe es mir ja aber nicht gekauft, weil Square Enix mir das so geschickt hatte. Aber da hatte ich mich auch drauf gefreut. Und Lightning Returns war im Nachhinein doch ziemlich kacke. Also Final Fantasy 13 Lightning Returns. Da vorne ist es. Nee, warte, ist das ein Haus oder ist das? Also man ist schon ab und zu enttäuscht dann. Also sonst, weil ich kaufe mir ja, also wenn ich mir Spiele kaufe, sind es meistens Nintendo-Titel und da machst du eigentlich nie was falsch. Na nee, gut, aber ich glaube die Zeit, also jetzt kaufst du ja sowieso immer nur Betas, ne? Ja, macht Nintendo ja nicht, deswegen, ich kaufe ja nur. Ja, Nintendo nicht. Sag ich ja. Und, also alle anderen als YouTuber muss man ja mal so ansprechen, hat man ja meistens das geile Vergnügen, die Spiele so zu bekommen. Also ich ja nicht, ne? Gorobai auch nicht so. Aber schön, dass es bei Nefi so ist. Du nicht, Anne? Ich krieg auch.
Bei Indies würdet ihr das auch kriegen. Ja, bei Indie-Titeln. Also wir kriegen ja so schon Indie-Spiele. Bei Indie-Titeln weiß man ja nun wirklich nicht, ob man ob die gut sind oder nicht. Da darf man sich ja gar nicht. Ja, gut, aber bei Indie-Titeln weißt du ja auch schon, worauf du dich einlässt. Was ist denn das jetzt hier für ein Haus? Da hat jemand mit Oakwood und mit Birchwood gebaut. Keine Ahnung. Okay, ich weiß auch nicht, wo ich bauen möchte. Oh, da oben hat einer schon ein riesiges Gebäude gebaut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier auf dem richtigen Weg zum Spawn bin, aber ich glaube schon. Wieso wachsen in 1,8 so Kackbäume? Welche Koordinaten hat denn der Spawn? Nochmal. Hier ist ein Sumpfgebiet, das ist falsch, oder? Oh, Apfel. Kann ich dir nicht sagen, ich habe mir eben schon einen Apfel geklaut. Könnt ihr mal kurz F3 drücken? Ja, so sag mal kurz. Minus 550 und plus 227. Minus 550. Und plus 227. Oh, die verlieren voll viele Saplings, die Bäume. Ja, das ist cool. Und plus? 228. 228. Okay. Wir haben irgendwie Nahrungsmittelprobleme, ey. Ich nicht. Wem gehörten die Farm hier? Hat Julia die gepflanzt? Ich weiß es nicht. Nee, Julia nicht. Ich denk mal, hast du Seeds, dann pflanzt du da was an und dann dürfte das so okay gehen, wenn du davon was nimmst. Und ihr wisst, wo der Spawn ist oder wie? Ach, ich sehe die Tafel. Ja, der ist bei uns. Ich sehe der Spawn sie. Eigentlich. Da kommen ja mal Seeds raus. Ja eben, dann pflanzt neu. Ich denke mal, sind ja eigentlich keine Kühe. Solange du neu pflanzt, ist das ja kein Clown. Oh, guck mal, da ist Krenz. Die Bäume, die spawnen ganz schön langsam, ne? Ja, normal, aber wir sind die Mod halt gewöhnt, die direkt despawnen. Wo ist das? Bei Direwolf 20 gibt's die Mod auch nicht. Richtig nervig. Ja. Ich pflanze mal neue Bäumchen. So, ich habe jetzt ein bisschen was abgepflanzt. Machst jetzt Brote? Mach Brote für uns. Wenn ich zu euch komme, kriege ich dann was zu essen. Ich verhungere nämlich gerade. Ja, kannst du haben. Ja, kriegst du ein bisschen was. Ich weiß nur nicht, ob ich zu euch komme, weil... Warte, ich bin jetzt schon bei minus 400. Ist das gar nicht so weit weg, glaube ich. Bei der großen Tafel bin ich jetzt. Genau. Soll ich dich abholen? Das wäre nett, ja, aber ich bin echt extrem langsam. Not, ich hab noch Robbie. Anne, hier hinten. Hallo. Hallo. Das ist schon eine Rüstung und alles. Ja, erstmal lieber einen Apfel. Danke. Erstmal einen Apfel. Wo war Grants? Verhungert er nicht auch gerade? Doch, der ist aber schon weitergezogen. Da hinten ist er. Rette ihn. Grants! Da laufe ich mal in die Richtung, wo Goroba jetzt herkam. Ja. Mensch, hier sieht man ja sogar. Ich mach mal hier die Koordinaten wieder weg. Jetzt habe ich wieder nur 3 Herzen. Wieso sind hier. Guck mal, das ist doch so ein Wiesendings. Wieso sind hier keine Schafe und Kühe? Weil wir die alle schon gekillt haben. Da läuft hier die Dings lang. Die G. Da läuft eine geile Kapuzenwurm läuft hier lang. Ja, Kapuzen ist weiblich hier. Ich finde das Achievement Getting Wood super. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Ach, guck mal, hier ist ja Weizen. Meinst du, man darf Weizen klauen? Ich habe es auch gerade gemacht. Ja, wenn du wieder Neues anpflanzt, ist alles okay. Okay. Würde ich sagen. So würde ich das handhaben. Mir wurde gesagt, ich habe da hinten mal den Schneeberg gesehen, dass ich da hinten meinen Dojo draufbauen soll. Das ist eigentlich eine geile Idee. Wir sind ja alle auf dein Dojo gespannt, ne? Ich hab mir schon bei Google Bilder eine kleine Vorlage geguckt, das ist in der Richtung, wie ich es bauen will. Oh nein! Ist das euer Haus jetzt hier? Wir haben kein Haus. Wir haben kein Haus. Ihr habt kein Haus, okay. Wir haben ein Loch in der Wand, wie gesagt. Dann kann ich auch wieder zurückgehen jetzt. Haben wir dir aber gesagt. Mehr als das, was du hier siehst, ist halt nicht. Okay, dann hättet ihr lieber mein Haus anschauen sollen. Hätten wir. Ja. Kannst du ja einen Waypoint setzen. Geht ja nicht. Halt die Klappe. So. Ist das da, hallo? Machen wir uns mal Fackeln, weil ich habe schon die ganze Zeit keine Fackeln. So, 64 Fackeln. Warte, wir können kurz schlafen. Oh, geil. Ich glaube nicht, dass das geht. Muss jeder schlafen, ist das Problem. Ich habe jetzt alles geerntet hier von dem Feld.
Jetzt hast du auf jeden Fall deinen Spawn gesetzt, Nephi. Den hatte ich schon, eh schon gesetzt. Dalo sagt eh nein. 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 Oh, er sagt ja. Ja. Aber warum muss man fragen? Kann man Workbench zum Beispiel nicht? Ja, die verbrauchen sich ja nicht, da würde ich auch nicht fragen. So wie jetzt Anna, das Feld, ich hab's halt auch nachgepflanzt und wir haben Anna den Schrank reaktiviert. Anna hat nur Angst vor Dalo. Ja. Was? Auch das. Ich leuchte an dem Berg hier aus, ne? Mach das, ich lauf hier in eine Richtung rein. Brot. Nom, nom, nom. So, damit hier die Monster nicht immer alle kommen, bei unserer Höhle hier. So. Da kann ich mir auch eins von mitnehmen. Da unten ist Lava. Wie die da hinten schon alle Häuser bauen, ey. Ich finde sowas immer interessant, wie das alles so wächst. Wie schnell das auch geht, ne? Ja. War ja bei Trust and Betray so faszinierend. Auch ein geiles Projekt gewesen. Wie der ganze Berg auf einmal bewohnt war. Die Autobahn war eh das Beste. Aber die war nicht schlecht, die Autobahn. Mein letzter großer Beitrag zu der Welt war das. Unser letzter großer Beitrag mein war die einziger Beitrag zu der Welt. Ja, die Podestwand. Das Mal. Wie viele Folgen haben wir da gebraucht? Etliche. Schon war allein nur um die Statuen zu platzieren, ey. Die Namen rauszusuchen, hat eine ganze Folge genommen. Und dann, wer hatte keinen Skin? Irgendeiner hatte keinen Skin. Guden. Der hat keinen Skin. Nee, er hatte den normalen Steve-Skin. Und wir dachten so, haben wir jetzt seinen Namen falsch geschrieben? Und wir gucken da ewig. Bis ihr gemerkt habt, dass er echt keinen Skin hat. Oder? Ja. Die Scheiße, ich bin falsch gelaufen, oder? Oh, fuck. Ich werde nie wieder zurückfinden. Ich finde das immer lustig, wenn jemand stirbt. Ich finde das immer unlustig, wenn man nicht mehr nach Hause findet. Oh, da sind Kühe, das ist gut. Ja, dafür wäre eine Map halt toll, für so ein paar Waypoints. Ach, ich verlaufe mich sowieso auch. Ansonsten baue ich mir einen Kompass, kein Ding. Stimmt, ein Kompass führt ja immer zum... Zum Bett. Führt immer zum Spawn. Nicht immer zum Bett? Zu dem, was du gesetzt hast. Doch, warte hier, das kommt mir bekannt. Ach, doch nicht, verdammt. Nein, lass mich in Ruhe, Skelett. Da wird das halt eine Erkundungsfolge. Wenn die Bäume hier nicht despawnen, kriege ich immer einen Rappel, ey. Ich denke immer, da war ich noch nicht. Werde schon zurückfinden eines Tages. Eines Tages. One day more. Was stöhnst du? Immer im Bedrock. Das ist natürlich ein großes Problem. Geh zu Goro in die Höhle. Oh, hier ist voll schön mit dem Wasserfall und so hohen Bergen. Wobei direkt auf dem Bedrock ist auch mal scheiße eigentlich, ne? Geht. Oh, aua. So, ich muss mich orientieren. Aua. Wo bin ich? Eine Schlucht, Alter, hat der Goro hier unten. Ja, die habe ich schon leer gemacht. Ich schon. Alles leer und ausgeleuchtet. Ich baue mir gleich einen Kompass. Ich habe 4 Gold und Redstone. Ich habe auch schon Gold. So, sie war AFK. Wieso war sie auch AFK? Natürlich blöd. Noob. Spielt sie das erste Mal Minecraft oder was? Ey? Wahrscheinlich. Ah nein, ich habe meinen Wassereimer oben vergessen. Das ist blöd. Wassereimer ist auf jeden Fall richtig geil bei sowas. Ja, aber vor allem, weil hier Lava ist ohne Ende. Mr. Lava. Oh, Redstone. Hallöchen. Hallöchen, Redstone. Hallöchen, bist du öfter hier? Wenn nicht, der bist du jetzt bei mir in der Tasche. Oh, die Erfahrungspunkte klingeln in der Tasche. Klingelingeling. Ich sehe den Goro bei. Kannst du mich sehen oder siehst du nur meinen Namen? Hätte ich euch nur nie gesucht. Ich verfluche den Tag, an dem ich beschlossen habe, euch zu besuchen. Kaninchen, oh. Kaninchen kann man braten. Ja, ich brate keine Kaninchen. Warum nicht? Es ist Teufelswerk.
Gebranntes Kaninchen ist Teufelswerk. Mhm. Ich habe gedacht, ich würde, wenn ich mir jetzt irgendwo Schafe finde, ein Haus aus Wolle bauen. Weiß noch nicht, aus welchem Material ich mein Dojo baue, aber auf jeden Fall muss es helleres Holz sein. Ich weiß noch nicht, ob ich Birke nehme oder ob Oak reicht und... Ich weiß doch nicht. Wie kann man sich denn so verirren wie ich? Das... Das kann ich dir erklären, wie das geht. Aber warum? Loslaufen und nicht den Weg merken. Das geht. Ich mach das auch immer. Ich hab's versucht, mir den Weg zu merken. Ich hab's noch nicht geschafft. Das sag ich mir auch immer. Das klappt halt nicht. Wenn und dann weine ich immer ganz bitterlich. Jetzt wurden sogar schon Bilder auf Twitter davon gemacht. Das war schon ein bisschen offensiv, so das Bild, weißt du? Da war halt die ganze Weltkugel noch drauf. Also so schlimm ist das nicht. So weit komm ich auch, wenn du einmal ganz rumgehst, ne, dann. Kleine Kaninchenfamilie. Ah, so Leute, aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr natürlich erst in der nächsten Folge, ob Anne wieder nach Hause aber findet. Ich hab noch nicht nach Hause gefunden. Bis dahin schaltet auch bei den anderen ein, so bei Grants oder so vergeben, wenn man bei Dalu und bei Kapuze vielleicht bei dem da aufnimmt oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er aufnimmt. Oder ob er einfach nur so spielt. Ob er hochlädt, wissen wir nicht. Das werden wir sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.